Buddy Kallebaum, es ist Dezember. Was ist im Dezember? Die berühmte Buddy Kallebaut Generalversammlung in Zürich. Und in diesem Video möchte ich euch ein bisschen einen Einblick in das Unternehmen und natürlich vor allem die GV geben, beziehungsweise vor allem auch euch auf weiterführende Links aufmerksam machen, die ich euch dann unterhalb verlinken werde, damit das Video selbst möglichst kompakt bleibt, denn man könnte hier definitiv ewig reden. Aber das Video soll euch wirklich nur sozusagen den ersten Einblick geben und dann kann man sich ja selber ja weiter informieren, vor allem weil ja auch jeder einen unterschiedlichen Wissensstand zu dem Unternehmen haben wird. Es freut mich, dass ihr dabei seid in diesem Video. Ich werde auch im Hintergrund jetzt immer wieder Fotos einblenden, damit das möglichst sozusagen auch lebendig ist, das Ganze. Vielleicht beginnen wir ganz kurz mit dem Unternehmen wie gewohnt. Was ist Buddy Kallebaut? Ihr werdet es wissen. Buddy Kallebaut, so habe ich es jetzt also in Videos auch nachgehört, wird es ausgesprochen offensichtlich von den meisten. Das ist der weltweit führende Hersteller von Schokolade- und Kakaoprodukten, von der Rohstoffbeschaffung bis zur Herstellung feinster Produkte. Damit ihr wisst jetzt mal sozusagen, mit was für einem Unternehmen ihr jetzt zu tun habt, gehen wir vielleicht jetzt weiter systematisch in der GV. Wann hat die stattgefunden? Am 12. Dezember in Zürich. Und in der Messe Zürich, ich bin öffentlich angereist, ungefähr 10 Minuten Gehweg vom Bahnhof Zürich-Oerlikon. Um 13 Uhr war Saalöffnung. Ich war auch ziemlich am Anfang, also kurz nach 13 Uhr gleich dort. Wenn man reinkam, konnte man mal die Garderobe kostenlos abgeben und dann ging es die Rolltreppe hinunter. Man hat dann schon reingesehen, blende ich euch jetzt auch das Foto ein, auf den Bereich, der aufgebaut war, schon mit Tischen. Auf den Tischen sah man schon die Schüssel mit Schokolade. Und die Aktionäre, die die Schokolade schneller wieder vernichtet haben oder was auch immer sie dann gemacht haben mit dieser Schokolade nicht. Aber jedenfalls, sie war sehr schnell weg. Also man konnte so sehen, wenn die Schüssel mit den Schokos hingestellt wurde, schwupp, ein Haufen Hände. Gut, aber ich bin ja, habe das nur mal von der Rolltreppe aus beobachtet, bin dann gegangen zur Registrierung, habe mein Telematik-Wahlgerät bekommen. Das ist in der Schweiz also üblich, dass man mit den Geräten immer abstimmt. Elektronisch. Es gab Softdrinks, es gab Kaffee und es gab eben Schokolade vor der Generalversammlung. Es waren gleich von Anfang an sehr angenehme Gespräche eigentlich mit anderen Aktionären, sehr lehrreiche auch, für die ich sehr dankbar bin. Ich traf einige Aktionäre, die ich schon kannte, von der Wolfert AG zum Beispiel. Und dann habe ich mich sehr darauf gefreut, dass aus unserer Community auch der Stefan mit seiner Verlobten vorbeikam oder zu dieser Generalversammlung kam und wir uns endlich also persönlich sehen durften und nicht nur übers Internet. Um 14.30 Uhr wurde die Generalversammlung eröffnet, zuerst die Formalien erklärt und dann ging man darauf ein, dass die Strategie starke Ergebnisse in allen Regionen geliefert hat. Das beste Konzernergebnis in der Geschichte, das heißt die langfristigen Strategien bleiben unverändert. Mehr darüber bitte einfach in der schriftlichen Zusammenfassung lesen. Die Dividende wird angehoben auf 24 Schweizer Franken pro Aktie und das ist eine Erhöhung von mehr als 20% zum letzten Jahr. Und also letztes Jahr waren es 20 Franken, also 4 Franken Erhöhung. Das gab auch einen großen Applaus, obwohl ich persönlich sagen muss, die Ausschüttungsquote ist noch immer relativ gering in Wirklichkeit. Denn wir haben eine Ausschüttungsquote von 37% des Reingewinns, lese ich gerade in dieser Broschüre nach. Diesen Kurzbericht kann ich übrigens auch noch dringend empfehlen. Den bekommen alle eingetragenen Namensaktionäre zugeschickt im Vorfeld. Vielen Dank also an das Unternehmen an dieser Stelle. Aber wäre jetzt zu lange, das alles vorzutragen. Ich werde euch aber jede Menge Links auch unter das Video setzen, wo ihr auf der Website sehr viel von dem auch abfragen. Es waren 1148 Aktionäre anwesend und man hat alle Anträge angenommen. Jetzt werden wir dann gleich zum Apero nach der, zur Feier nach der im Anschluss an der Generalversammlung übergehen und zu den wirklich großzügigen Aktionärsgeschenken. Ich möchte euch aber eben ausführlichere weiterführende Informationen einfach jetzt darunter verlinken. Was werde ich euch verlinken? Also wie schon gesagt, vom Stefan, der so lieb war, mitgeschrieben hat, wirklich toll. Die Zusammenfassung verlinke ich euch einfach die Annual Meeting Community Gruppe darunter. Könnt ihr draufklicken, da drinnen werden wir das posten. Dann verlinke ich euch darunter die Website von der Buddy Kallebaut.
sehr gut aufgebaut, allerdings auch nur auf Englisch erhältlich. Da verlinke ich euch insbesondere die Seite zum Annual General Meeting 2018, wo dann jede Menge weiterführende Links sind. Ich verlinke euch auch die Fotoseite. Man hier bei diesen, in der Schweiz ist es allgemein wesentlich üblicher, dass gefilmt und fotografiert wird während der GV. Da gab es also auch einen Fotograf, der sozusagen für uns fotografiert hat. Die Fotos sind alle online auf der Website einsehbar. Verlinke ich euch auch darunter den Link zu den Fotos, dass ihr euch da noch mehr ansehen könnt, wenn ihr möchtet. Was habe ich noch für euch? Einen YouTube-Channel von Barry Kallebauer verlinke ich euch ebenso unter dem Video, wo jede Menge weitere professionell gemachte Videos drinnen sind. Ja, im Anschluss gab es dann eben diese, wurde dann praktisch geöffnet, das Ganze vis-à-vis dieser Bereich, wo dann groß aufgebaut war, wirklich Köstlichkeiten des Unternehmens, unterschiedlichste von Schokolade über Kekse, Kuchen bis hin zu Eis und so weiter und so fort, war hier wirklich riesig aufgebaut, ausgezeichnete Weine, Softdrinks, Kaffee. Passt am Nachmittag nach der GV sehr gut und es gab sehr, sehr gute Unterhaltung mit bekannten Aktionären und Aktionären aus unserer Community, genauso wie auch jede Menge neue Aktionären und Aktionäre, die ich kennenlernen durfte. Wertvoller Austausch, vielen Dank an dieser Stelle. Ja, zum Abschluss gab es dann auch noch ein Geschenk mit und zwar, was haben wir da so, Moretti, das ist so, da ist auch eine Beschreibung beigelegt gewesen, so ein karamellisierter Puffreis zur Deko auf Kuchen, Eis etc. Ein Schokomousse, auch lecker sicher, große Packung. Dann haben wir hier Chevy Karamell Topping, nicht schlecht. Dann haben wir hier eine Tasse von unserem Unternehmen. Und dann zwei Tafeln Schokolade. Und, soll ich so halten. Und, ja, und dann gibt es noch eine wunderschöne nostalgische Dose, was ich sehr, sehr gern mag, von Trinkkakao. Vielen Dank für die Geschenke. Es zahlt sich aus, als Namensaktionär im Aktienregister eingetragen zu sein. Auch dazu habe ich schon ein Video gemacht. Ja, und damit würde ich sagen, lassen wir dieses Video mal relativ kompakt. Ich hoffe, es hat euch halbwegs gefallen, diese Informationen hier so zu bekommen. Und ja, ich freue mich jetzt wie immer auf Austausch unter dem Video. Daumen hoch würde mich freuen, Daumen runter weniger, dann sagt mir lieber, was ich besser machen kann und was wir in der Community besser machen können. Ich freue mich aber auch schon auf viele weitere Treffen im kommenden Jahr bei den Generalversammlungen, sei es in Wien, sei es in Österreich generell, in Deutschland, in der Schweiz. Ich bin gerade dabei, die gesamte Planung für nächstes Jahr auszudrucken. Ja, ich freue mich schon auf die neue Saison. Also, alles Liebe, alles Gute, tschüss, euer Bernhard und die Annual Meeting Community.